Morgen! Heute komme ich mit der The Little Box von Paris und das ist die November-Ausgabe 2021. Heute ist es ein bisschen schwerer wie die letzten paar Mal, aber ich muss sagen, ich war sehr enttäuscht die letzten paar Mal. Falls ihr meine Videos gesehen habt, wisst ihr das. Ich hoffe, dass es besser ist diesmal. Also, die Box finde ich ganz toll heute. Ganz, ganz süß. Gucken, was drin ist. Ne? Hoffentlich besser wie das letzte Mal. Okay. Alles schön verpackt. Wunderbar. Ich bin mal gespannt, ne? Oh, das ist eine schöne Karte. Ja, La Vie en... Keine Ahnung. La Vie en Rose. La Vie en Rose. Ja, ne? I don't know. Okay, gucken wir mal. Oh, das war ja letztes Mal auch dabei in diesem Design. Was ist es? Twisted. Okay, gucken wir mal. Ich weiß noch nicht, ob ihr das kennt, die Box. Die kostet 17,90 im Monat mit Porto inklusive. Ah, schön. Ein paar Ohrringe. Ja, die sind, ja, ich weiß nicht, kann man das sehen genau? Ja, schön. Gold mag ich sehr gern. Ah, also das finde ich jetzt mal schön. Super. Und die behalte ich dann auch. Okay, Nummer 1. Dann gucken wir mal, was Nummer 2 ist. Auch schön. Alles so mit der Verpackung das gleiche. Face Relax Deluxe. Keine Ahnung, was das sein könnte. Ach. Das habe ich schon mal bekommen. Ich glaube von der Glossy Box oder so. Und habe es noch nie benutzt. Das ist das so ein, wie sagt man das ja, das soll man fürs Gesicht, irgendwie so das Gesichts, so eine Gesichtsmassage oder so. Das ist besser wie das andere, wo ich gekriegt bekommen habe. Ist, im Prinzip ist, glaube ich, nur Plastik. Na, und ich glaube, das andere, das wirkt wirklich nur Plastik, war 10 Euro. Okay, naja, da bin ich jetzt nicht so angetan. Ich habe ja schon gesagt, ich habe es noch nie benutzt. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht mit der Haut. So, mal gucken, was das nächste Accessoire. Ach, schön, das gefällt mir jetzt. Ach, ist die süß. Jawohl, na, das gefällt mir jetzt. Ja, toll. Das ist wirklich schön. Gut. Jetzt gibt es noch die mit Medikamente. Ne. Make-up-Sachen. Oh, das sind 4 Dinger drin. Okay, das erste. Ointment Multibomb. Bomb. Strawberry. Okay, ich nehme an, ist das 100 Mold? Ist das in Deutsch irgendwo noch? Hm. A little tube of magic, an all natural lanolin balm with strawberry extract and vitamin E. Okay, süß, gut. Das ist riesig. Und was ist das? Oh, eine Augencreme von Ole Henriksen. Hört sich also skandinavisch an. Guck mal, wie klein das geschrieben ist. Das kann man ja gar nicht lesen. Ah, das muss ich mal aufmachen. Das sieht jetzt im Schrein aus. So klein. Okay. Mal gucken, hat das jetzt geklappt oder nicht? Ja, okay. Okay. Eine Anweisung dazu. Das ist eine Augencreme, was kann das voll schnell werden. Okay. Das ist ja ein kleines Ding, was ich hier bekommen habe. Okay, dann sieht es aus. Ach doch, Marmelade. Marmelade, das ist ja witzig. Erdbeerkonfitüre, aber das gibt es ja bei uns gleich auch in Deutschland zu kaufen. Ne? Okay, das geht also nicht. Und dann letztes noch. Und das gibt es noch dazu. Die meisten hast du noch so ein kleines Bällchen dabei.
Remove and Chill Eraser Cream. Mini Nail Polish Eraser Cream? Was? Wow. Da muss ich mal an die Webseite gehen und mal ein bisschen Webseite und mal gucken, was es steht alles in Französisch, glaube ich, drauf. Und das ist so klein geschrieben. Also wirklich. Also was für ein Nail Polish. Mal gucken. Step 1. Use Remove and Chill on any regular nail polish. Doesn't work on shellac or gel nails. Okay. Also das ist ein, wie sagt man denn? Ja, Nagellackentferner. Gespannt, riecht das komisch da mal? Ah, ist noch zu. Okay. Ja, ups. Die Blattschauer, da hatte ich. Jedes Mal fliegt mir was runter. Da kann ich drauf gehen. Okay, noch einmal zeigen, was ich alles bekommen habe. Also hier, das ist der Nagellackentferner und der ist von The Sign Tribe. Okay, Nummer 1. Dann hier das Ointment. Okay, Nummer 2. Dann haben wir die wahnsinnig große Augencreme. Ja. Bright Eye Cream. Okay. Und das kleine, das ist ja gut, eine kleine Marmelade. Und dann haben wir eine Tasse. Die gefällt mir also wirklich gut. Das kann ich dann also wirklich gebrauchen. Und dann haben wir hier, was war jetzt da drin? Ach ja, das Plastik-Dingsbums hier. Das muss man genau irgendwo angucken, wo oder wie man das benutzt. Und dann noch die Ohrringe. Ja. Okay. Heute war es ein bisschen besser wie das letzte Mal, muss ich sagen. Aber ja, also von diesen Sachen bin ich nicht so angetan. Aber es ist okay. Also für 18 Euro kann man sich wirklich nicht beklagen, finde ich. Gut, das war's dann. Ich habe noch die Goodbox. Die muss ich jetzt nachher auch noch machen, ja. Genau, die Goodie Box kommt noch dran. Also dann, tschüss!